Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu The Sons of Forest. Wir sind hier ein bisschen in der Bredouille. Unser Häusli ist schon beinahe fertig. Da fehlt zwar noch einiges, was wir tun müssen, aber naja. Kann ich mal mehr nehmen. Okay. Und wir werden hier jetzt des Öfteren auch mal ein bisschen in Bredouille kommen und angegriffen werden und all das, all den Spaß, ja. Nein. Hui. Hui, aus. Komm, schleich dich. Verzieh dich. Da du wegkommst. Ja, wir machen dann trotzdem mal weiter. Wir versuchen weiter zu erzählen. Ich versuche weiter zu erzählen. Wir haben, wir haben das Spiel im Stream angefangen auf Twitch. Wenn ihr also mal live dabei sein wollt, dann kommt gerne rum, kommt gerne rein. Ist bei Gelegenheit und bei Sympathie auch ein Follow da. Ist kostenlos, kostet nichts, ist macht ab und zu doch auch richtig Spaß. Ja, darum heute eine Aufnahme habe ich auch im Stream, haben wir im Stream schon angekündigt. Wir werden Folgen machen, wir werden aber auch im Stream Folgen aufnehmen. Im Stream, die Folgen sind dann mit Facecam. Ja, ich weiß, Kelvin, die sind da und die gucken uns an. Ja. Und die Folgen, die ich dann privat offscreen aufnehme, die sind dann ohne Facecam. Weil da muss ich mich nicht immer schick machen. Ja, ich weiß, bei mir ist schick machen eigentlich auch verloren und so, aber naja. Am besten gehen wir mal kurz was trinken. Was wir dann hier trinken können. Wir können direkt ins Wasser gehen. Hier, trinken. Das hat zur Hälfte funktioniert. Wir glitschen ein bisschen ins Wasser rein. Das finde ich sehr mühsam. Sehr mühsam, sowas. Hier, warte, warte, wo war's? Hier, hier ist es. So. Einmal ins Wasser gestippt und direkt was getrunken. Sehr schön. Gut, ja, was gibt's noch zu sagen? Ich glaube, ich habe soweit alles erzählt. Im Stream haben wir angefangen, dieses kleine Häusli zu bauen. Und wir haben da... Bitte was? Aber wir haben da hinten natürlich noch eine Riesenfläche und die würde ich gerne komplett zubauen. Die Fläche wird dann wahrscheinlich immer größer, umso mehr wir da bauen, aber... Ich will da hinten ein richtiges Mansion, ein richtiges Anwesen. Hier auf dieser Anhöhe. Mit Zaun und was weiß ich, ja, einfach alles. Willst du mir helfen? Willst du mir helfen? Ja? Na dann komm, du kannst ein paar Bäume fällen. Ja, da freust dich, wa? Ja, da freut er sich. Du kannst ein paar Bäume fällen und kannst sie alle herbringen. Kelvin! Kelvin! Kelvin, gerade ein Insekt ins Ohr geflogen. Kelvin! Ja, ich weiß, die sind immer noch da, aber ich möchte die nur sehr ungern platt machen. Aber es bleibt uns wahrscheinlich nichts übrig. Wollt ihr abhauen? Wollt ihr kämpfen? Warte mal. Oh, ein Stock. Schön. Ja. Wir gucken mal. I für Inventar. So, da Ding. Da ist ja auch schon das Inventar. So, wir essen mal. Ein bisschen was, damit wir ein bisschen zu Kräften kommen. Ja, komm, da können wir noch mehr. Da geht noch mehr. So. Neues Forest. Neue Sachen, die wir lernen müssen, neue Sachen, die wir rausfinden müssen, werden wir alles gemeinsam tun. Das Häusli bauen wir im Stream fertig. Das sieht sehr merkwürdig aus, dass hier was oben drauf ist, in der Luft schwebt. Haben wir das im Stream so gemacht? Ich glaube ja. Gut. Ein Naschi-Naschi für zwischendurch. Njam. So, Kelvin, komm mal her. Kelvin, ich brauche dich mal eben kurz. Wir brauchen... mach Pause, bleib hier, baue, hol, Stämme. Und anlassen, folge mir. Mir geben. So, Kelvin, putz dir mal die Ohren, bitte. Okay. So, der Kelvin wird uns jetzt verköstigen mit Stämmen. Und wir werden anfangen, hier so ein kleines Häusli zu bauen. Ein klitzekleines Häusli. Wir selber sind natürlich nicht ganz untätig. Wir fällen auch ein paar Bäume.
damit das alles ein bisschen schneller geht. Finde ich cool, dass sie Kelvin mit eingebaut haben, so muss man nicht die ganze Zeit alles selber machen. Auf dem Feld, welche Richtung, kann ich nicht entscheiden. Jetzt hat er sich entschieden. So, wegkommen, wegkommen. So, der Kelvin tut mal wieder gar nichts. So, wir legen die einfach mal alle hier hin. Es wird so weit kommen, dass wir... Ja, halt. Halt, warte. Eichhörnchen, lass die Finger davon. Hat er nur drei kleine popelige Stämme gegeben? Das finde ich gerade nicht so stammtastisch. Naja, was soll's. Klar, dass das wieder so eine Mammutaufgabe wird, die ich mir... Hast du... Kelvin? Du hast jetzt... Kelvin! Moment, der Kelvin nimmt sie von hier. Also, wisst ihr was? Da fangen wir an, hier... Wie war denn das nochmal? Jetzt geht's los, jetzt geht's rund. Jagdhütte, Unterstand, Unterkünfte. Nein. 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 Wie mache ich das denn jetzt? Ich würde gerne... Einfacher Boden. Einfacher Boden. So. So. Ja. Ja, ja, so. Einfacher Boden. Ich habe doch die Axt ausgerüstet gehabt. Nehmen den nochmal. Ach so. Okay. Und wie war das so? Drehen? Jetzt müssen wir mal gucken. Wir wollen das ein bisschen ausgerichtet haben. Und wir wollen hier auch die Fläche nutzen, so gut es geht. Ich glaube so. Huh? Sehr gut, Kelvin. Dankeschön. Und mal so. Es wird wahrscheinlich ein bisschen schief sein. Entschuldigung. Aber was wollen wir tun? So, weil da können wir dann hier auch schön Garten machen und so. Da kommt der Kelvin wieder angerannt mit einem Baumstamm. Ach, ich freue mich. Ach, ich freue mich. So. Nicht mich abwerfen. Dankeschön, Kelvin. Was denn? Ja, die gucken zu. Die kennen das nicht, Kelvin. Die gucken zu. Die finden das cool, was wir hier tun. Und dann sollen wir denen das auch lassen. Hol du weiter Baumstämme jetzt. Kann nicht wahr sein. So. Glaube ich, verscheuche die jetzt mal. Wo sind sie hin? Ah, siehst du. Einmal zu meiner langen Lanze gegriffen und schon sind sie weg. Fiesel dich jetzt, Mann. Ey, echt, du gehst mal auf den Keks. Ich schwöre, ey. Ich hoffe, es ist nicht bei The Forest 1. Die Klappe. So, Kelvin, bist du zufrieden jetzt? Hol Baumstämme bitte. So. Weg mit dir. Haben wir hier gleich einen auf, wie hieß der Film nochmal? Poltergeist. So, wir machen auch weiter. Kelvin soll nicht der Einzige sein, der hier schön vor sich hin baut. Ich hoffe nur, ich kriege das irgendwann raus, dass die auch in die richtige Richtung fallen. Sehr geil. Genauso. Noch einen. Sehr geil. Kelvin, kannst du da fallen lassen? Kelvin, lass fallen. Kannst du fallen lassen? Mich deucht, ich hörte Schritte. So. So. Jawohl. Und so. Das wird halt eine richtige Mammutaufgabe. Aber das... Das will... Nein. 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 Aber das will ich mir jetzt auch nicht nehmen lassen, weil... ja, im Stream einfach nur zu bauen... Hm. Danke, Kelvin. Ist halt so eine Sache. Streamer-Kollege von mir meint, ja, nee, komm, da bauen kannst du alles offscreen machen, da müssen die Leute ja nicht mit bei sein. Kann ich auch verstehen, kann ich auch nachvollziehen. Ich finde aber eher so, ja, nö. Danke, Kelvin.
Ich bin aber eher so, ja, nö, weil irgendwie, das gehört doch auch mit zum Spiel dazu, sollen die Leute doch auch gerne sehen. Meine Ansicht. Müsste auch nicht meine Ansicht sein. Calvin, es ist Nacht, wollen wir kuscheln gehen? Danke. So. Komm, Calvin, wir gehen kuscheln. Wir haben ja da vorne unser Zelt. Weil es wird jetzt doch sehr, sehr dunkel und düsterste Nacht. Und müde sind wir auch schon zur Hälfte. Da speichern wir doch mal eben kurz. Und legen uns dann auch zum Nächtigen hin. Guten Morgen, Calvin. Oh, da ist immer noch am Sammeln. Schön, Calvin. Dankeschön. Ja, kann munter weitergehen. Hattest du schon Kaffee, Calvin? Hattest du schon? Nein? Ich baue jetzt erstmal einen Schluck Kaffee. Calvin, das kann doch nicht sein hier. Wunderbar. Ja, weiter geht's. Trinken und Essen müssen wir auch im Auge behalten. Wir legen jetzt einfach mal einen Grundriss und fangen dann an, Stück für Stück darauf aufzubauen. Ich würde jetzt mal sagen, so bis hier und dann gehen wir dann so nach hinten. Wäre cool. Wäre cool. Hier kann man was richtig Schönes bauen. Und das ist dann nur das Haus und darum werden wir auch noch versuchen, einen Zaun zu bauen. Wie der nämlich halt ist, wir werden erstmal 3000 Jahre brauchen, um überhaupt so ein Haus zu bauen. Wahrscheinlich nie fertig werden damit. Haben auch schon vor. Wenn, da liegen wieder Baumstämme, kannst du gerne einsammeln und mitnehmen. So, was haben wir nun gesagt? Bis hier. Hm? Ah, da werden wir schon noch ein paar brauchen. Hier. Hier. Calvin. Dankeschön. Nee, du schlägst mich ab damit, dann kriegst du aber mal hier mächtig Probleme. So, den hier auch noch. Einen noch, hä? Einen können wir noch hinmachen. Ja. Einen machen wir noch hin. Ich hoffe, es ruckelt nicht zu stark oder es ruckelt überhaupt. Calvin. Dankeschön. Könnte ihm natürlich auch sagen, er soll Bäume fällen gehen. Was klüger wäre, ich weiß es nicht. Calvin. Calvin, Calvin. Ich habe da mal kurz eine Frage. Ja, toll. Der kullert jetzt weg. Baue, hol, folge mir. Seitige 5 Meter, mach mal Pause, bleib hier, baue, hol. Nee, also rein mir geben. Rein Bäume fällen gehen können wir, glaube ich, nicht machen, ha? Huh? Oder wüsste ich jetzt bisher noch nicht wie. Das ist aber meiner, Calvin, den brauchst du gar nicht zu suchen. Los, hol Baumstämme. So, haben wir gesagt, den einen noch, ha? Huh? Ja, mir kommt das recht. Aber jetzt hier lang. Können wir dann hier so würde ich mal sagen, bis hier. Vielleicht sogar bis hier. Und dann darüber. Wer geht da hinten lang? Calvin, wie wär's mit Baum... Calvin! Oh, Typ ist so unzuverlässig. Hier gute Mitarbeiter zu kriegen, ist echt schwer. Das ist nicht. Bleib hier, mach Pause, beseitige. 5 Meter, 10 Meter, 20 Meter, was auch immer. Nimm Gegenstand. Das wollte ich nicht. Calvin. Calvin, jetzt hör mir mal gut zu. Definitiv. Hol. Nein, nicht, nein. Calvin, nein, nein. Ich hab mich verschrieben. Calvin, das, nein. Calvin. Halt. Oh Gott, das ist sie. Gott, habe ich mich erschrocken. Oh. Hol. Stämme. Mir geben. So, das ist richtig. So, ich habe mich mal eben kurz in der Schriftsprache vertan. Hol Stämme jetzt. Danke. So, Calvin geht auch locker flockig los.
So. Und wir fällen hier auch schön weiter. Vielleicht verwirrt ihn das Fällen ja auch. Dass wir selber Bäume fällen, es kann gut sein, dass ihn das verwirrt. Er ging gerade zum Baum. So, dann komm, Calvin. Gar nicht lange schnacken, kacken. Da drüben geht ein Ureinwohner rum. Ah, auch schön. So. Und so. Ja, das wird halt richtig schön was. Aber naja, was will man tun? Wer eine schöne Residenz will, der muss auch dafür arbeiten. Also arbeite, Calvin. Verfluch nochmal. Kann nicht sein, dass ich hier alles alleine machen muss. Oh. Ja, das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Hm. Auch schön. Ja, was will man? Lässt sich halt nicht ändern. Wir brauchen Ressourcen, um zu bauen. Dankeschön, Calvin. Aber hier unten bringen wir noch nichts. Fällt er jetzt den Baum weiter? Nein. Leider nein. So, hier können wir auch noch ein bisschen nach drüben ziehen. Also, einen ziehen wir noch rüber. So. Gehen wir da wieder runter, fällen den Baum. Ich hoffe, unsere Nachbarn sind sehr freundlich gesinnt und lassen uns ein bisschen in Ruhe. So. Ja, das war ein großer Baum. Elvin hat auch einen Baum gefällt. Sehr schön. So, müssen wir nur gucken, dass wir das dann mit dem Zählen auch im Griff haben. Hier. Hier. Boah, das wird richtig gut. Das wird ja mal richtig schön. Ja, Calvin, komm, komm, hier hoch, komm, komm, Calvin, komm, ich bin hier. Das Ding ist nur, wir werden sehr, sehr viele Loks brauchen dafür. Aber nanu, nana, naja, wie auch immer. Das war falsch, das war ganz falsch. So will ich das. Weil da müssen ja auch hier, da, ein so, so. Also einen von hier und einen von hier und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann noch Bodenplatten und dann können wir anfangen, Wände hochzuziehen. Und dann vielleicht noch eine zweite Etage. Ja. Typisch ich halt. Wenn was, dann richtig was. Ja. Ja, freuen wir uns, ha? Ja. Naja. Wir sind durstig. Wir müssen gleich mal wahrscheinlich was trinken. Aber erstmal fällen wir hier den Baum noch schnell fertig. Können wir den Baum überhaupt schaffen? Oh, oh, Calvin, Calvin. Nicht zu den Nachbarn, die mögen das nicht. Cool. Calvin fällt. Bäume, nicht selber. So, jetzt müssen wir dann gucken. Soweit wir es halt ziehen können und dann gucken wir auf der anderen Seite, ob wir es auch so weit ziehen können. Ansonsten können wir die Loks ja wieder wegnehmen. Das finde ich echt ein sehr geiles Feature, dass man die Loks dann einfach wieder wegnehmen kann. Calvin. Ich helfe dir mal eben, Calvin. Hab du dir auch noch einen? Und diese Tannzapfen da, diese Tannenzapfen oder wie man die auch immer auf Deutsch nennt, bei uns in der Schweiz heißen die Tannzapfen. Bis hier, oder? Nein, das ist schon einer zu viel. So, weil das geht hier schon ein bisschen in die Schräge rein und wir wollen ja die Schräge nicht unbedingt mit einbauen. Ansonsten können wir das immer noch erweitern. Komm. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Aber irgendwie ruckelt es bei der Aufnahme noch so ein bisschen.
hier. Komm, dann nehmen wir das so. Dann gehen wir auf die Grafik. Die ist eigentlich schon alles auf Mittel gestellt. Weiter runter möchte ich nicht. Nebel. Aber mal auf niedrig. Schattenqualität Mittel. Was haben wir hier noch? Wolken. Die machen wir auch niedrig. Wasser. Lassen wir vorerst mal so. Ja, ich glaube, der Rest sollte alles gut sein. Wirkungsunschärfe ist schon aus. Anwenden. So. Gucken wir nochmal. Ja, ich finde, es sieht direkt viel flüssiger aus. Gut, wo waren wir jetzt? Da hinten. Sonst können wir hier immer noch anbauen oder einen kleinen Garten machen oder so. Ja, wenn du kannst den ruhig hochtragen. Ich komme dir da nicht immer entgegengerannt. Dankeschön, Kelvin. Als erstes sollte das ein schönes Haus werden. Also schön ist ja halt einfach, man kann wirklich einfach anbauen, so viel man will und so. Ich krieg den Baum nicht klein, ey. Ja, das war erstmal schön falsche Richtung. Okay. Okay, können wir so lassen, die wurden aufgehalten. Ich glaube, wir bauen jetzt erstmal hier hinten zu. Nee, weißt du was? Nee, wir machen hier nicht einfach so einen Schlauch daraus. Wir bauen hier auch nochmal ein bisschen raus. Ich sag euch, das wird schön. Wo ist Kelvin hin? Kelvin? Holst du gerade meine Baumstämme? Er holt gerade meine Baumstämme. Komm, komm, Kelvin, noch ein Stückchen. Du hast fast geschafft. Und Dankeschön. Ja, so. Boah, ich sage euch, wenn wir das irgendwann in 4 Millionen Jahren mal fertig haben, wird das richtig schön. Oh ja, das wird richtig schön. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir noch Bäume herholen, ohne direkt bei den Nachbarn an die Tür zu klopfen und zu sagen, Grüezi, ich hol mal eben ein paar Bäume bei Ihnen ab, okay? Das könnte dann zu Unstimmigkeiten führen. Ich meine, die Leute hier, die mögen ihren Wald. Kann ich auch verstehen, ist ein sehr schöner Wald. Kelvin, nein! Kelvin, warte, ich habe keine Ausdauer. Kelvin, Kelvin, komm. Kelvin, hier lang. Schön hier lang, Kelvin. Puh, gerade noch so geschafft. Schade, dass man hier nicht so einen Droppunkt sagen kann. Das wäre natürlich richtig nice, so ein kleiner Droppunkt, dass man sagt, hier, komm, pack doch mal eben alles hier hin, bitteschön, da kann ich es gebrauchen. Vielleicht müssten wir dafür einen Log erstellen. Weißt du was, das machen wir jetzt mal kurz. Wir gucken jetzt erstmal kurz nach einem Log. War das hier? War das hier? In der Zeit holt der Kelvin ja weiterhin alles. Seilbrück. Einfaches Zelt. Einfaches Feuer. Verstärktes Feuer. Standfeuer. Schädellampe. Struktur. Zaun. Nein, wir müssen mal rüber. Das wird wahrscheinlich hier sein. Und zwar hier. Danke, Kelvin. Hier, Stocklager, Steinlager, Lagerung. Dammlager. So, das können wir auch wieder abbauen nach Lust und Laune. Das heißt, wir können das mal eben kurz hier hinpacken. So. Packt ihr denn die Dinge jetzt auch da rein? Juhu. Oder können wir ihm sagen, er soll sie da reinpacken? Weiß ich nicht, können wir ja gleich gucken. Jetzt ist er zwar schön im Arbeitsflow, jetzt will ich den guten lieben Kelvin eigentlich nur sehr ungern stören. Es ist so schwer, gute Arbeiter zu kriegen.
Tradesman, wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet. Tradesman, cool. Sind das da auch Loks? Also hier sind auf jeden Fall zwei Loks, aber da hinten... Früher konnte man ja dieses Lok, dieses Lok-Ding, wie hieß das nochmal? So eine Art Schubkarre für Loks konnte man da nehmen. Das hat auch, halt auch richtig Style. So, Kelvin. Kelvin? Kelvin ist am Kacken. Er macht gerade ein bisschen Pause, kackt da ein bisschen rum. Wie kann das nur wagen? Wir gucken mal eben, ob das da hinten auch Loks sind. Die Geräusche hier im Wald sind einfach wunderbar. Hm. Tatsache, das sind auch Loks. Oh je. Jetzt sind die auch da, jetzt kommen die schon gucken. Ich bin noch nicht fertig, ihr müsstet euch noch ein bisschen gedulden, bitteschön. So, mit C packen wir rein. Ihr müsstet euch echt noch ein bisschen gedulden. Ich gebe ja alles, damit ich so schnell wie möglich mit dem Bau fertig bin. Damit ihr dann auch zur großen Einweihungsparty kommen könnt. Aber bis dahin wird halt noch ein bisschen hier Wasser den Bach runtergehen, ja? Hier. Also von daher, macht's euch gemütlich. Lasst euch Zeit. Grüezi. Grüezi. Der sieht ein bisschen gruselig aus. Bitte. Okay, die hauen ab. Gut. Schön. Du kannst auch direkt abhauen. So, können wir noch einen? Ja, ein, zwei können wir noch nach vorne. Was denn? Das wird schön. Und du bist sogar zur Einweihungsparty eingeladen, mein Freund. Ja. Wir sind freundlich. Wir sind sehr freundlich. Ja? Nicht mich angreifen. Wir sind freundlich. Hey, lass es jetzt. Jetzt will er mir auch noch ans Leder gehen. So. Darf ich bitte hier kurz fertig bauen? Schon außer Atem? So, warte mal. Einen. Und dann bauen wir rüber. Komm. Mach jetzt keinen Scheiß. Kelvin! Wo sind meine Baumstämme, Kelvin? Du hattest einen verfluchten Job, Kelvin. So, das aus dem Weg geräumt. Das stört. So, die Folgen werden halt nicht sehr, sehr spannend. Aber doch irgendwie schön, oder? Halt, 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 halt. So, wir müssen gleich wirklich mal essen und trinken. Und mal gucken, ob wir Kelvin sagen können, er soll das bitte schön alles hier reinpacken. Weil dann ist der liebe Kelvin auch beschäftigt und wir können hier fröhlich vor uns herbauen. Ja, gleich ist mal soweit. Gleich müssen wir erstmal essen und trinken gehen. Aber ich glaube, hier den Grundriss machen wir jetzt erstmal noch fertig, oder? Ja, ja, das, ja, ja. Kelvin, wo sind meine Baumstämme? Muss ich denn alles selber machen? So, hier. Aber hier. Oh, der arme Strauch. So, drei haben wir noch. Wir lassen uns jetzt einfach von diesen Einwohnern hier, von diesen Bewohnern der Insel nicht stören. Können. Toll. Wollte eigentlich nur naschen. Und dann nicht an, dass er den Busch direkt umnietet. Ich will eine Böhre. Niet mir den Busch um. So. Hörst du auch mit Steinen nach mir zu werfen? Ja, prügel den mal. Der hat Steine nach mir geworfen. Ja. Voll aggressiv und so. Aggressiv. So, dann müssen wir hier noch. Pup, pup.
3 vielleicht. Und dann müssen wir ein bisschen in die Ecke. Bup, bup. Dann nochmal bup, bup. Und bup, bup, bup. Das sieht gut aus. Ja, ganz ruhig. Ja, da ungefähr wird das Wohnzimmer sein. Ja, ja. Deckenbeleuchtung habe ich auch schon überlegt. Ja, ja. Jetzt machen wir am besten wahrscheinlich hier weiter, damit wir hier nicht, ja, damit wir das so hinkriegen, wie wir das möchten. So. Oh, Junge, das wird schön. Ja, das wird richtig schön. So, wo ist denn Kelvin hin? Kelvin? Hast du schon wieder vergessen, was du tun sollst? Kelvin? Ja, ich weiß. Da sind unsere Nachbarn, die kommen mal eben gucken. Hol. Stämme und... mir geben. Nee, wir können definitiv die nicht ins Loklager stecken lassen von ihm. Wir müssen das wirklich alles selber machen. Geh! Geht doch. Und nicht gleich so. So, hier haben wir noch ein schönes Bäumchen. Es ist so schade, es wird alles abgeholzt sein. Aber naja. Vielleicht wächst das ja auch alles noch nach. Vorsicht, der Baum! Vorsicht, der Baum! Junge, das war knapp. Hast du Glück gehabt? Hätte dich beinahe erwischt, wa? Mal gucken, ob es vielleicht doch auch noch dieses Lokschubkarre gibt, die man dann noch holen kann oder bauen kann. Ja, das geht hier schon ein bisschen runter. Ah, das geht hier schon ein bisschen runter. Aber naja. Wir versuchen es mal, sonst können wir es immer noch abbauen. Grüezi. Ich hoffe, Kelvin macht jetzt auch wieder was. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Ich sehe ihn gerade nicht. Aber hier müssen wir definitiv rüberbauen. So. Und so. Ah, was? Hä? Warum? Wo ist denn Kelvin? Da vorne irgendwo. Chillt er gerade in unserem nicht fertigen Haus? Er kommt wieder an. Oh Gott. Ja, würde ich sagen, bauen wir dann in der nächsten Folge weiter. Mal gucken, ob ich jetzt direkt in der Folgenaufnahme verprügelt werde von dem Typen. Ich hoffe nicht. Ansonsten, warte mal, wir zeigen ihm mal hier so. Hey. Ja, vorsichtig. Ha? Ganz vorsichtig jetzt. Raus aus meinem Haus. Gut, bis zum nächsten Mal. Cheerio, tschüss und ciao. Es hat mich gefreut. Es werden halt ein paar langweilige Folgen dazwischen sein. Aber für einige unter euch, die das Bauen auch so sehr lieben wie ich, werden die Folgen trotzdem sehr, sehr spannend. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht es gut und ciao.